Und willkommen zu meinem neuen Video. Batsch! Hallo, das ist mein Spruch! Also willkommen zu unserem neuen Video mit... Ah! Er hängt! Camelo ist wieder mal dabei! Daumen hoch für Camelo, die große Katze! Und wir sind, wie gesagt, wir sehen, wir sind heute nicht alleine. Ich habe nämlich meine kleine Schwester und Camelo im Hintergrund dabei. Denn wir machen heute eine crazy verrückte Kürbisschnittstelle! Und bevor wir das aber machen, möchte ich heute, weil ich heute, wenn das Video rauskommt, Geburtstag habe, ich werde heute 22, nicht nur zwei Leute grüßen, sondern ich grüße heute vier Leute, beziehungsweise ich zwei, meine Schwester zwei. Ja. Also fangen wir mal an. Als erstes grüße ich Bonnies Unicorn. Sie schreibt, du bist so hübsch. Ja, mein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Du spielst nicht alleine. Grüß mich bitte, love you so much. Ich hab dich auch lieb und wünsche dir schöne Grüße. Dann grüße ich noch Mina Lina. Sie schreibt, kannst du mich bitte grüßen? Ich versuche das immer wieder und es klappt nicht. Hab dich lieb. Klappt das auch dieses Mal bestimmt nicht? Ja, das steht da wirklich. Doch, dieses Mal klappt es. Ich grüße dich ganz herzlich. Wir grüßen dich ganz herzlich und wünschen dir einen schönen Sonntag. Und jetzt grüßen wir Sandra Gatterer. Machst mega coole Videos und siehst mega schön aus. Und die 1 Million werden noch kommen. Kannst du mich bitte grüßen? Hashtag grüß Sophia. Wir haben dich lieb, wir grüßen dich. Und dann grüßen wir noch Sarah B. Kannst du mich grüßen? Hashtag Glocke aktiviert, Hashtag abonniert. Bitte, ich würde mich sehr, Hashtag grüß Sophia. Ich grüße dich, wenn du mich grüßt. Okay, und auch liebe Grüße an dich. Ja, eine Sache noch, was das Grüßen an sich geht. Ich grüße euch wirklich gerne, aber ihr müsst halt warten, weil es ist ein riesengroßer Haufen an Leuten, die gegrüßt werden wollen. Und wir können halt nicht jedes Mal alle grüßen. Und ihr müsst nicht traurig sein, irgendwann wird jeder gegrüßt, wirklich versprochen. Ja. Wir nehmen jetzt unsere Kürbisse und haben uns auf unseren Handys so ein paar Sachen rausgesucht und müssen den jetzt erstmal aushöhlen. Ich zeichne jetzt erstmal mit Kugelschreiber oben so ein Ding drauf. So ein Stern. Und ihr müsst dann entscheiden am Ende, welcher der beste ist. Entweder macht ihr Hashtag Team Lana oder Hashtag Team Sophia. Und wenn ihr mehr Videos mit meiner Schwester sehen wollt, könnt ihr das natürlich auch haben. Messerattacke. Ich hab gemalt. Ich hab Absicht. Oh, Spinne auf dem Kopf. Das ist übrigens Herbert? Ja. Das ist unser neues Maskottchen. Ich hab immer Angst, dir jemand weh zu tun. Ja, ich bin hier das Opfer. Irgendwie hat das Anzeichnen nichts gebracht. Ich schneide das weg. Hallo, hau mir das Messer nicht rein. Nachher gibt's hier Verletzte. Oha, wie tief muss man da reinschneiden? Ganz tief, Baby. Und dann machen wir morgen schön Essen daraus. Boah, ich kram gleich noch irgendjemand mit dem Messer, ey. Ich habe auch das Gefühl, dass ich 1000 Mal hier reinsteche und es bringt nichts. Boah, der riecht so nach Kürbis. Ne, echt? Echt, ja. Wie kriege ich jetzt den auf? Keine Ahnung, raushebeln. Ja, ja. Der hat gar keinen... Ich habe den zwar jetzt aufgehört, aber der hat keinen Stiel. Ich kann ihn nicht rausheben. Ja, meine hat hier auch nur so einen Knubbel. Keine Ahnung, was das ist. Vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben da zu lassen. Und wenn ihr noch kein Abonnent von meinem Kanal seid, könnt ihr das gerne machen. Ich würde mich wirklich freuen, wenn wir mehr Reichweite kriegen würden. Ich mache das so gerne, Videos für euch. Und ich freue mich immer über neuen Besuch. Ah, ich krieg's nicht ab. Ich krieg hier nicht mal irgendwas. Drehe durch, Kürbis. Der macht so Grinch-Geräusche. 3000 Jahre später, bis wir den Kürbis aufkriegen. So, ich habe da jetzt irgendwas reingeschnitzt, sieht dann wahrscheinlich eh. Ja! Wow! Alles gut. Guck mal! Oha! Oh, Leute, ein Loch! Den müssen wir... Oh, die stinken. Den müssen wir jetzt aushöhlen. Ah, meiner geht. Nur machen langsam was mit der Hand. Kürbiskerne können wir eigentlich ja auch... essen. Essen, ne? Ich
krieg mein Leute, noch eine geile Neuigkeit. Wir haben die Bestätigung für unser Postfach. Ich muss das noch überweisen und dann können wir bestimmt in 2 Wochen unser Konto angeben und dann könnt ihr mir Fanpost schicken, wenn ihr voll Bock habt. Cool, wenn ihr richtig, das wäre voll geil. Leute, kleiner Tipp, ich stehe auf Süßigkeiten. One time, pick up mic and I bust 2 times. Aber ihr müsst mir nicht schicken, aber ihr könnt mir gerne basteln und machen und tun. Ich würde mich super freuen. Und dann kann ich ein Fan-Auspack-Video machen. Also ich packe nicht euch aus, sondern die Pakete, die ihr mir geschickt habt. Ja! Ja! Nein! Sie versucht das mit aller Kraft, diese Kürbis. Oh, ich hab den Stiel kaputt gemacht. Ja, das ist natürlich ziemlich warm. Lana? Nein? Das Bett ist Lava. Nein! 3, 2... Okay, komm wieder hoch. Oh Mann, es tat richtig weh. Ich bin voll aufs Kabel gefallen. Ja! Sie hat es endlich auch geschafft. Geil. Muss man das hier irgendwie abmachen? Ja. Also ich mach's mit der Hand. Ich mach's mit der Hand. Stinkt richtig eklig. Gut. Ich habe übrigens noch 2 geile Tutorials für euch. Am 29. und am 31. Und dann ist ja auch bald schon wieder Weihnachten. Jetzt kommt hier The Brain. The Brain. Wie findet ihr eigentlich Ben und Ed? Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Also ich finde das Spiel toll. Und es macht auch Heiden Spaß. Heidi Spaß. Heidi. Heidi, deine Welt sind die Berge. Mein Kürbis ist schon fast ausgehöhlt. Einer ist noch voll voll. Deiner ist auch voll voll. Ah. Bald ziehen wir um. In einem Monat. Und dann vloggen wir ganz viel und dann gibt es auf jeden Fall bald eine Roomtour und ja, Update-Vlogs und so weiter. IKEA-Tour. IKEA-Tour, heißt das IKEA-Tour? IKEA-Hall vielleicht? Das wird immer mehr in dem Kürbis. Ich habe das Gefühl, das ist the never-ending Kürbis-Story. Ja. Übrigens, meine Schwester hat morgen Geburtstag. Sie hat genau einen Tag nach mir Geburtstag. Ja. Und schätz mal, wie alt ich werde. Also. Zu alt. Zu alt? Du bist einfach zu alt. Okay, schätzt mal. Schätzt mal in den Kommentaren. Klamm nicht mehr den Sitzen. Das ist irgendwie. Heute ist mal nicht gruselig, Leute, aber. Doch. Naja. Guck mal, die Spinne, Herbert. Herbert. Er ist gruselig. Oh, kennt ihr Halloween Town? Was ist euer Lieblings-Halloween-Film? Sagt mir das mal. Ich liebe Halloween Town. Ja. Oder das mit den 3 Hexen, die Sanderson-Schwestern. Mit der Katze, die sprechen kann. Kennt ihr den? Wie heißt das? Hexen? Ich weiß nicht. Den gucke ich auch gerne. Der läuft aber jedes Jahr. Ja, der ist also super. Mit dem Jungen, der in eine Katze verwandelt wird und die wollen die Kinderseelen essen. Den gucke ich gerne. Das ist ein schöner Film. Die wollen die Kinderseelen essen. Der ist gut. Aber Halloween Town finde ich am besten. Die 4 Teile. Gucke ich echt gern. Und dieses Jahr haben wir an Halloween ja alle frei. Das bedeutet, wir können den ganzen Tag Halloween-Videos suchten, beziehungsweise unsere Videos suchten. Ich glaube, ich bin die Einzige, die eigenen Videos auch bestimmt 4-mal hintereinander oder mehrmals guckt zwischendurch. Und ich bin echt stolz darauf. Auch wenn wir jetzt noch nicht so groß sind, haben wir eine super Community und ich habe euch echt lieb, weil ihr sagt immer so süße Sachen. Und ich bin echt froh, dass es euch gibt. Weil ohne euch wäre ich eigentlich nichts. Also ich bin ja jetzt auch nicht viel, aber ohne euch wäre ich halt gar nichts. Doch, du bist meine Schwester. Oh. Ah, deine Haare hängen in deiner Spinne. Herbert, lass das. Nein. Ich würde den jetzt gerne aussaugen mit einem Staubsauger. Hashtag Mama. Ja, unsere Mutter ist so Fanatiker nach Staubsaugen. Sie saugt Staub in der Wüste. Ernsthaft? Echt jetzt? So soll der nachher aussehen. Ich hoffe, das sieht man. Und jetzt geht's ans Werkzeug. Ich habe Angst, dass ich was kaputt mache. Es wird langsam. Ich habe ein Auge fast. Es wird langsam ausgehöhlt. Das sieht ja gar nicht mal so gut aus. Kannst du mir helfen? Nö. Das ist eine Kürbisschnitt-Challenge und sie fragt nach Hilfe. Okay, ich mache mich jetzt fertig. Nachher stellen wir die schön vor die Tür. Ja. Freuen sich alle. Ja, und dann nach einer Woche vergammelt er wieder. Echt? Ja. Die halten nicht länger als eine Woche. Mama gesagt. Ich musste die. Und alles, was Mama sagt, ist richtig. Mama sagt, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt.
Du machst die gleichen Augen wie ich. Nein, du machst dieselben wie ich. Ich hatte sie so vor schon. Na, Hals Maul. Hals Maul? Man kann natürlich richtig geile Sachen auch mit Kürbissen schnitzen. So ist es nicht. Ach so, richtig coole Bilder. Ich bin dafür zu doof. Meine erste Augenbraue ist raus hier. Ich habe sie Leute, ich habe fast fertig. Ich habe noch nicht angefangen, aber meine Augenbraue ist raus. Und das Ergebnis. So sehen unsere fertigen Kürbisse aus. Das ist Günther, der Treckerfahrer. Das ist Jörg, der mit der Augenklappe. Und die machen wir jetzt noch Kerzchen rein. Ja. Ich mach dir auch eine an, weil kleine Kinder darf man nicht mit Feuer spielen lassen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch bitte einen Daumen nach oben und abonniert bitte meinen Kanal. Ich würde mich so über mehr Zuschauer freuen, wirklich. Und schreibt uns in die Kommentare, wer es gewonnen hat. Ich oder sie. Und wenn ihr mehr Videos mit meiner Schwester sehen wollt, dann sagt Bescheid. Ja. Dort sind auf jeden Fall meine Social Media Sites. Und mein Musical.ly. Ja. Und auf der anderen Seite sind meine beiden letzten Sonntagsvideos verlinkt. Ciao, Kakao. Tschüss. Happy Birthday.